Mein Name ist Ruth Schönbuchner, ich bin von der Firma CSGIS aus München. Ich stelle Ihnen heute Sextante in GV6CE vor. Zunächst zu unserer Firma CSGIS. Unsere Dienstleistungen umfassen den Bereich DesktopGIS. Also wir bieten Programmanpassungen vorwiegend zu GV6CE und Sextante eben an. Auch maßgeschneiderte GIS-Lösungen. Im Bereich Schulungen bieten wir auch Schulungen zu GV6 in der Programmierung an, genauso wie zu Sextante. Wir sind in der Kooperation der FOSS Academy, das sind sechs verschiedene Firmen, die Schulungen zum Open-Source-Bereich an verschiedenen Standorten anbieten, und wir übernehmen eben da den Standort München vorwiegend zu GV6 und Sextante. Im Rahmen von UniGIS wurde ein optionales Modul entwickelt zu GV6 und Sextante. Das sind 9 Lektionen, mit denen man eben die Software-Systeme lernen kann. Also das können zum einen Studenten buchen und zum anderen eben auch externe Interessenten. Auf internationaler Ebene bieten wir auch Schulungen an in Südamerika oder in Spanien. Im Bereich WebGIS-Lösungen übernehmen wir alles von der Konzeption über die Programmierung. Speziell jetzt auch in den Open Layers Framework. Dann Beratung und Support, auch zu GV6 und Sextante. Und wir arbeiten mit Geodaten bzw. Führen Fachdatenmodellierungen durch. Ja, wir sind jährlich auf verschiedenen Konferenzen vertreten, jedes Jahr eigentlich auf der AGIT in Salzburg, die immer im Juli stattfindet. Dort gibt es auch jedes Jahr ein GV6 und Sextante Anwendertreffen, findet dieses Jahr eben von 4. bis 6. Juli statt. Wir sind immer auch auf der FOSGIS, wie auch in diesem Jahr, vertreten mit Workshops und Vorträgen zu GV6 und Sextante. Und mein Kollege José Canalejo ist gerade parallel auf der spanischen FOSGIS und stellt dort das neue Projekt GV6CE vor. Ja, hier einige Projektdetails zu Sextante in GV6CE. Die offizielle Webseite ist sextantegis.com. Allgemein ist Sextante eine freie Java-Bibliothek, die sich an unterschiedliche Desktop-GIS-Systeme koppeln lässt und in der auch bestimmte Schnittstellen zu anderen Systemen wie GrassGIS, Saga oder R auch realisiert wurden. Die Programmiersprache ist in Java, also das entstanden durch Saga, und man hat praktisch Saga hergenommen und die Algorithmen in Java umgesetzt und nachentwickelt und weiter ausgebaut. Die Benutzeroberfläche und Online-Hilfe wird komplett auf Englisch entwickelt, und es gibt eine eigene einen eigenen Video-Channel in YouTube, also was eigentlich eine gute Hilfe ist, um die Algorithmen verstehen zu können. Und derzeit lässt sich Sextante eben an verschiedene Desktop-GIS-Systeme anbinden, wobei GV6CE die aktuell beste Version ist für Sextante. Es wird weiterentwickelt für GV6 1.12, UDIC, OpenJump, auch für ArcMap, und auch eine Schnittstelle zu QGIS ist gerade in der Entwicklung. Ja, dann durch die Anbindung an GrassGIS und Saga lassen sich eben auch die Algorithmen, die darin vorliegen, in Sextante und damit auch in GV6CE oder in am anderen Desktop-GIS nutzen. Eins davon ist die GV6 Community Edition, was man ja dieses Jahr auf der FOSGIS schon mehrmals irgendwie hören konnte. Gestern gab es einen Vortrag dazu, heute einen Workshop. Viele werden sich auch fragen, ja, was ist das genau und was hat es mit GV6 zu tun? Es ist ein Fork von GV6, der letztes Jahr Anfang Mai
2011 durch eine Gruppe von Entwicklern ins Leben gerufen wurde. Und Hauptziel war eben einfach, das Projekt auf internationaler Ebene weiterzubringen, den Zugang zu erleichtern. Man wollte das Projekt öffnen und hat sozusagen die Infrastruktur auch drumherum geschaffen, eine Webseite, Wiki und IRC-Channel oder Foren, die Userlisten, also das komplette Projekt eben neu strukturiert und die Entwicklung eben funktioniert hier komplett auf Englisch auch. Die erste Version, die demnächst veröffentlicht wird, im Moment gibt es schon eine Version, die wird als Technical Preview geführt. Aber diese Version wird dann komplett portabel sein, das heißt, also ist keine Installation mehr notwendig. Man lädt sich das Paket herunter, installiert oder kopiert es auf Festplatte oder von USB-Stick und man kann eben mit der Software in der Form arbeiten. Da ist Saga und Graskis eben schon vorkonfiguriert, sodass da auch keine Installation dann mehr notwendig sein wird. Die Testversion ist auf der GVSIG.CE-Webseite verfügbar, das kann ich nachher dann noch zeigen. Und Projektbeteiligte sind eben wir und die Oxford Archaeology, die damals auch das Projekt initiiert hat in Form von GVSIG OADE. Und Sextante Projektbeteiligte, also auch Sextante steht hinter diesem Projekt und die nutzen einen gemeinsamen Bug-Tracking-Service. Ja, hier die offizielle Webseite zu GVSIG.CE. Ich kann da mal gleich kurz reingehen. Und die Bereiche zeigen. Öffnet sich gerade nicht. Also gvsig.ce.org ist die Adresse zur Webseite. Dort findet man alle Informationen. Auch ein bisschen so die Hintergründe lassen sich da nochmal nachlesen. Und hier der Link zum Download. Hier der Link zum Download zu diesem ersten Technical Preview. Und der Zugriff eben auf die verschiedenen Komponenten. Es gibt auch einen GVSIG.CE-Blog. Aber zurück zu Sextante. Sextantegis.com ist die offizielle Webseite von Sextante. Dort findet man jetzt alle Informationen zu dieser Java-Bibliothek, Download der aktuellen Version 1.0. Hinweise zur Installation unter verschiedenen Desktop-Systemen, Bug-Tracking. Hier unter Documents und Manuals findet man auch Dokumentation zur Entwicklung. Also wenn man in die Entwicklung einsteigen möchte, kann man sich da Dokumentation holen. Und also Programming Guide. Und dann gibt es ein Handbuch eben auch, wo die Sextante Funktionen und Bestandteile genauer erklärt werden. Ja, so eine knappe Entwicklungshistorie mal zu Sextante, wie das Ganze entstanden ist. Also angefangen hat es 2004, basiert auf Saga plus eben 70 neue Module. Also man hat alle Saga-Algorithmen hergenommen und dann eben weiterentwickelt damit. 2006 wurde es dann eine Erweiterung zu GVSIG mit ca. 200 Modulen zur Raster- und Vektordatenanalyse. 2008 hat man dann einen Model Builder dazu entwickelt und sich um die Automatisierung von Prozessen gekümmert, Batch Processing. 2009 waren dann alle Module auch als WPS verfügbar und Sextante war dann eine Bibliothek für jedes Java-Desktop-GIS. Und 2010 wurde vorwiegend an der Schnittstelle zu GraskGIS gearbeitet.
2011 hat man dann diese Schiene weiterverfolgt und das Projekt immer weiter geöffnet. Also man hat dann eben eine Schnittstelle zu Saga geschaffen, zu die Anbindung an ArcGIS, an R, die zum Teil umgesetzt ist. Also viele der Schnittstellen sind, es ist möglich, sich damit zu verbinden, aber man muss natürlich auch noch Arbeit reinstecken, das Ganze zu optimieren. Und man hat sich 2011 eben auch fokussiert dann auf die Weiterentwicklung von Sextante hinsichtlich GVSEC-CE. Und derzeit oder aktuell wird auch an einer Schnittstelle zu QGIS gearbeitet. Also es wird bald möglich sein, Sextante in jeder Software zu verwenden, die möglich ist. Ja, dann zu Toolbox in Sextante. Es gibt eigene Algorithmen, wie zum Beispiel zur Netzwerkanalyse. Hydrologische und geomorphometrische Ansätze lassen sich damit verwirklichen. Zur Oberflächenanalyse, es gibt allgemeine Tools für Rasterdaten oder Vektordaten, Indizes lassen sich berechnen, statistische Berechnungen. Also so sieht diese Toolbox in Sextante dann aus, inklusive GRASGIS und Saga. Man öffnet diese Toolbox und hier sind eben alle Werkzeuge dann hinterlegt, zum Beispiel jetzt in GVSEC-CE inklusive GRAS, Saga und den Sextante-eigenen und den GVSIG-eigenen Geoprozessen. Da ist man dann bei 760 Stück derzeit. Und da kann man dann hinsichtlich Raster- und Vektordatenanalyse wirklich sehr viel machen. Ja, hier kurz der Stand. Also das ist, wie gesagt, sehr aktuell, die Anbindung von Sextante an QGIS. Hier nur, um zu zeigen, dass es schon möglich ist. Also die Algorithmen lassen sich auch in diesem Desktop GIS nutzen. Dann Sextante in ArcGIS, jetzt hier auf der FOSGIS wahrscheinlich weniger interessant, aber also es besteht auch die Möglichkeit, das Ganze in die Toolbox von ArcGIS zu integrieren und lassen sich dann auch in dem Modeler benutzen und ja, hier an, also die Komponenten, die Sextante eben mitliefert, ist ein Model Builder, also damit lassen sich Prozessketten abbilden und automatisiert eben durchführen, ein History Manager, wo eben alle Prozesse dann gespeichert werden und die könnte man eben von dort aus auch wiederum aufrufen. Dann lassen sich alle Prozesse auch kommandozeilenbasiert ansteuern oder eben als Batch Process. Ja, hier nochmal kurz zu dem Videokanal, den ich gern zeigen möchte. Also es gibt eben hier auf YouTube einen eigenen Video-Channel zu Sextante mit sehr hilfreichen Videos, auch vertont in englischer Sprache durch den Hauptentwickler. Der hat sich da die Mühe gemacht, also es sind so 37 Stück. Und da kann man wirklich die Software toll lernen und ja, einfach sehen, wie was funktioniert und welche Parameter teilweise auch eingegeben werden können. Und ja, das ist wirklich eine ganz tolle Hilfe. Dann ja, hier zu dem UniGIS-Modul noch ganz kurz oder nochmal zurück an der Stelle. Das wurde letztes Jahr zum ersten Mal angeboten. Es gibt eben in diesem Modul auch eine eigene Lektion, speziell jetzt zu Sextante, die begleitet wird auch durch den Hauptentwickler. Hier hat man die Möglichkeit, Sextante zu lernen anhand von Übungen und einer Aufgabe, die, wenn man sie einreicht, dann eben auch, oder wenn man die Aufgaben einreicht, führt das Ganze zum Zertifikat. Also für Studenten ist es ja Pflicht, aber auch Nichtstudenten hätten die Möglichkeit, ein Zertifikat dann von UniGIS zu erwerben. Und man kann dieses Modul aber auch einfach buchen und damit arbeiten und die Software eben sich selbst im Selbststudium aneignen.
Ja, dann an der Stelle möchte ich dann noch ganz kurz in die Software mal schnell wechseln, damit Sie das auch live mal sehen können, wie das Ganze funktioniert. Also ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, nur so ganz grob mal zeigen, wie man mit Sextante eben solche Prozesse durchführen kann. Ich habe hier ein kleines Höhenmodell geladen und habe hier oben eben alle Funktionen für Sextante, also die Menüleiste, das wäre die Toolbox, mit Funktionen eben zu GrassGIS oder hier sind auch die GV-SIG eigenen Geoprozesse noch mit integriert. Dann ein Verzeichnis für die Modelle, also die werden praktisch in einem Modeler angelegt, abgespeichert und dann in die Toolbox mit integriert. Dann Saga, also Saga-Algorithmen und hier sind die Sextante eigenen Algorithmen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal mit diesem Datensatz hier oder aus diesem Datensatz die Höhenlinien mal berechnen wollen, Konturlines, dann bekomme ich hier im Angebot verschiedene Algorithmen zur Auswahl und wähle jetzt mal hier den Sextante-eigenen Algorithmus aus, würde als Input-Layer eben in dem Fall jetzt mein DEM anwählen. Hier Equidistance, der Parameter, in welchem Abstand die Höhenlinien gebildet werden sollen, also alle 50 Meter. Und Min- und Max-Value, also man kann im Vorfeld ja per Histogramm überprüfen, welche Höhen ich vorliegen habe. Also in dem Raster bewege ich jetzt mich zwischen 500 und 2500 Meter. Dann kann man hier angeben, ob das Ergebnisraster eben auch gleich mit gespeichert werden soll oder ob es erstmal temporär angelegt werden möchte. Und wenn ich das dann ausführe, dann berechnet er mir eben die Höhenlinien und ich kann das entsprechend dann weiterverarbeiten. In den Attributen habe ich hier dann die einzelnen Höhen eben auch mitgeliefert. Und vielleicht noch ganz kurz zum Modeler, wie sich der ausführen lässt. Ich zeige das mal auch anhand von diesem Beispiel, diesem Höhenraster. Das ist der Modeler, lässt sich auch über die Werkzeugleiste hier aufrufen. Ich würde jetzt erstmal als Input eben mein DEM definieren und ich möchte jetzt zum Beispiel topografischen Index erzeugen. Dafür benötige ich zunächst den Algorithmus Sink Filling, also zur Bereinigung des Rasters, um solche Senken und Mulden rauszukriegen. Darauf würde ich dann den Oberflächenabfluss berechnen, Flow Accumulation. Der soll angewendet werden auf Sinkfilling und die Methode D8 stelle ich dafür mal ein. Dann brauche ich noch die Berechnung der Hangneigung, Slope. Würde das wiederum auf mein Ausgangsraster setzen. Hier gibt es auch verschiedene Methoden zur Berechnung der Hangneigung, die man da anwählen kann, ob in Grad, in Radius oder welche Einheit dafür verwendet werden soll. Und als Ergebnis würde ich dann noch den topografischen Index auswählen, der eben als Input schon mal das Ergebnis aus den vorherigen Berechnungen, also der Hang zur Hangneigung oder zum Oberflächenabfluss eben benötigt. Ich kann jetzt hier auswählen, welche Ergebnisraster ich möchte. Also es gibt da drei verschiedene, eben Topographic Wetness Index, Stream Power und LS Factor. Und dieses Modell würde ich dann speichern. Habe ich jetzt in dem Fall schon gemacht.
Und sobald es gespeichert wird, lässt es sich über die Toolbox aus dem Verzeichnis Models lässt sich das Model eben ausführen. Mit Doppelklick würde ich dann nur noch das Input-Raster definieren und eben hier angeben, ob die Ergebnisraster auf Festplatte irgendwo abgelegt werden sollen oder temporär erzeugt werden. Und wichtig noch der Extent, also die Zellgröße muss definiert werden, 25 Meter. Und dann würde er mir eben die Ergebnisraster zu diesem topografischen Index entsprechend berechnen und auch gleich in die Ansicht von GeoPhysics.CE laden. Ja, an der Stelle so weit mal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, jederzeit gerne an mich oder eben auch an Benjamin Ducke, einer der Hauptentwickler von GeoPhysics.CE, der auch hier anwesend ist, oder Viktor Oleier, Hauptentwickler von Sextante. Gerne, vielen Dank. Ja, gibt es denn vielleicht jetzt schon Fragen? Da hinten ist schon eine Hand. Ja, hallo, vielen Dank für den Vortrag. Verstehe ich das richtig, dass wir mit dem Interface zu ArcGIS jetzt wirklich im Sinne von friedlicher Koexistenz ein Tool haben, wo wir QGIS, Saga, GRASS-Module frei mit den schönen Produkten von Esri kombinieren können zu Workflows? Ja, also okay. Sie können praktisch Sextante in die ArcGIS-Toolbox integrieren und über Sextante sozusagen die Schnittstelle zu anderen Systemen bilden, ja. Wäre dann das primäre Interface, mit dem ich auf die Funktionalitäten zurückgreife, jetzt Esri oder wäre es Sextante? Sextante. Okay, danke. Gibt es vielleicht sonst noch Fragen da hinten? Ja, danke auch für den Vortrag. Ich glaube, die Funktionalitäten sind saugeil, um es mal so auszudrücken. Wie ist es denn mit der Dokumentation dieser Algorithmen, die dann Sextante mitgeliefert werden? Ich war nicht den ganzen Vortrag da, vielleicht hast du es nicht gesagt. Also es gibt, was ich zuvor gezeigt habe, den eigenen Videokanal zu Sextante, der ganz hilfreich ist. Also da hat man knapp 40 Videos, wo eben alle Funktionen mal genauer beschrieben sind, auch englisch vertont. Dann gibt es eine Hilfedatei, die sich dazu installieren lässt, wo man zu jedem Algorithmus nochmal eine Hilfe auch zu den Parametern eben mitgeliefert bekommt. Das lässt sich ins Programm installieren und dann über die Toolbox auch aufrufen. Dann gibt es das UniGIS-Modul, also es gibt eben Lektion 9, bezieht sich ja komplett auf Sextante. Ja, dann gibt es noch ein Handbuch mit derzeit so 60 Seiten auf Englisch. Dann gibt es auch natürlich die ganze GRASS-Doku, die ja dann mit dran hängt an den verschiedenen Schnittstellen. Genau. Genau, also hier praktisch. Hier über die Toolbox hat man es gesehen, das ist hier rechts unten dieser Infobutton. Darüber lässt sich eben die Sextante-Hilfe öffnen. Und, aber es gibt ja auch zu jedem einzelnen Algorithmus. Ja, ich weiß nur nicht, ob das integriert ist in der CE? Ja, probieren wir mal ein GRASS-Modul zum Beispiel. Öffnen wir mal irgendein GRASS-Modul da. Und dann sieht man mal, wie das integriert ist. Ja. Ich mache da einfach einen Doppelklick drauf. Und dann macht der. Ja, jetzt rechts unten. Nee. Ist eben leider nicht. Genau, aber das ließe sich ja auch installieren noch. Und kannst du ja mal gucken, ob bei den Sextante-Modulen, eigentlich Sextante, ob die wenigstens vielleicht installiert sind. Das ist ja
Wahrscheinlich nicht, gell? Also da hat man zumindest Infos zu Parametern, aber teilweise sind die eben auch mit Screenshot dann hinterlegt nochmal. Also da hat man wirklich nochmal mehr Beschreibung dazu. Ja, das kriegen wir natürlich hin. Also eigentlich sind die Hilfsdateien natürlich alle vorhanden. Das ist bloß nicht verpasst worden, aber man kriegt so Zugriff auf die Quasi-Hilfeseiten, das ist ja sehr ausführlich. Und bei den Sextanta-Algorithmen ist es so spannend, also manche dann relativ gut dokumentiert und gar nicht. Aber man kann halt da die meisten von denen aus den Saga-GIS-Modulen abgeleitet. Genau, stimmt da. Saga-GIS hat ja jetzt nach einigen Monaten ein richtig gutes Handbuch bekommen, so die Module alle vollständig geschrieben sind. Das trifft dann eigentlich auf die Sextanta-Module zu, was da drin steht. So, gibt es noch weitere Fragen hier vorne? Also dadurch, dass ja in Sextanta jetzt so viele Systeme drin sind, könnte ich das als Plattform auch für Benchmarking benutzen? Das würde mich nämlich schon mal interessieren. Natürlich, wir haben jetzt, was weiß ich, da Topographic Index gesehen. Das wird ja diverse Male sozusagen zur Verfügung gestellt. Also Benchmarking im Sinne von Geschwindigkeit, aber Benchmarking auch im Sinne von Qualität. Das wäre vielleicht auch interessant. Ja, das ist eine super Plattform dafür. Das Einzige, was man beachten muss, ist natürlich, bist du da rein, dann kann das man im Video auch noch. Genau. Ja, das ist bestimmt eine sehr gute Plattform dafür. Das Einzige, was man beachten muss, ist, dass jede Schnittstelle Grassaga einen gewissen Overhead hat, der unterschiedlich groß sein kann. Das muss man halt, da muss man eben irgendwie mit umgehen. Aber sonst ist es ja so, dass sozusagen die Saga-Module oder Grass-Module im Prinzip ja original in ihrer Original-Implementation aufgerufen werden und als separater Prozess laufen, nicht in der Java-Virtual-Maschine oder so. Von daher müsste eigentlich das gut vergleichbar sein unter der Plattform. So, wenn sonst keine Fragen oder Anmerkungen mehr sind, würde ich Sie erstmal in die Kaffeepause entlassen. Und um 15:30 Uhr geht es dann weiter.